Hallo, ich bin Simone Schlafhorst, Konzeptentwicklerin von Neurotango. Neurotango ist ein spezielles Konzept der Tangotherapie. Tangotherapie gibt es schon relativ lange und wurde auch schon sehr intensiv in wissenschaftlichen Studien untersucht und die Wirksamkeit nachgewiesen. Neurotango arbeitet nach dem Konzept der Neurotango-Tools. Dies sind einzelne Techniken, ganz einfache Grundbasistechniken, die aus dem argentinischen Tango stammen. Aber sie sind so einfach umgeformt, dass wirklich jeder Physiotherapeut, Ergotherapeut, Psychotherapeut diese Übungen mit seinen Patienten nachmachen kann. Auch im Coaching-Bereich findet Neurotango und die Neurotango-Tools Anwendung, zum Beispiel im Führungskräftetraining. Aber hauptsächlich arbeiten wir im therapeutischen Bereich oder Therapeuten arbeiten mit dem Neurotango-Konzept. Diese 15 Tools, wie gesagt, auf ganz einfacher, unterster Basistechniken, sind ganzheitlich. Das heißt, physisch, psychisch, neurologisch und sozial haben sie jeweils eine Wirkung. Und daher haben wir auch Datenblätter zu jedem der 15 Tools entwickelt, wo genau beschrieben ist, was ist die Technik, was ist die Wirkung auf neurologischer, physischer, psychischer und sozialer Ebene. Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar dieser Datenblätter vorstellen. Ich werde da ein paar Videos von machen und hoffe, dass Ihnen das Konzept gefällt. Und verbleibe mit ganz lieben Gruß, Ihre Simone Schlafhorst. So, jetzt beginne ich mit unserem Neurotango-Walz-Tool. Der Walz, der Tango-Walz, gehört grundsätzlich für uns Tango-Therapeuten, Neurotango-Therapeuten in den Bereich Dynamiken, weil er unterschiedliche Schrittgrößen und damit auch Geschwindigkeiten und Intensitäten aufweist. So, dann sind wir bei den physischen Auswirkungen. Durch die schwungvolle und fließende Bewegung wird natürlich zunächst das Herz-Kreislauf-System angeregt, was natürlich schon ein sehr großer positiver Effekt ist. Bei allen zum Beispiel Reha-Maßnahmen sicherlich sehr vorteilhaft. Trainiert wird außerdem der fließendere Gang, weil wir durch die fließende lange Bewegung der Sechstaktschläge lange fließende Bewegungen trainieren. Und besonders natürlich durch den großen Seitschritt einen schönen langen Fluss bekommen. So, und dadurch, dass kein Gewichtswechsel in dieser Schrittfolge stattfindet, sind wir lange auf einem Bein. Das heißt, auch hier haben wir ein zusätzliches Training der beiden Achsen, um Stabilität und posturale Stabilität der beiden Achsen in diesem Schritt zu trainieren. So, Größe und Intensität werden variiert. Und wir brauchen bei dem Seitschritt natürlich mehr Druck. Wenn wir einen größeren Schritt machen, sollten wir auch tief ins Knie gehen. Ja? Wir strecken das Bein, das Spielbein. Ich zeige das mal eben. Bei einem Seitschritt sollte das Spielbein weit gestreckt sein und dann sind wir wieder flex unten. Ja? Das heißt, strecken und flex nach unten gehen. Strecken und nach unten, um mit dem Bein und mit dem Knie abzufedern. Und je tiefer ich runtergehe ins Knie, umso mehr Intensität habe ich im Schritt. Wenn ich Schritte leicht machen will, dann bin ich ganz oben. Dann mache ich zack, 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 zack. Wenn ich einen Schritt schwer machen will, dann gehe ich nach unten. Zack. Das ist ein schwerer Schritt gegenüber einem leichten Schritt.
Also extrem schwer gegen extrem leicht. Um das nochmal zu verdeutlichen, was meint man mit Intensität eines Schrittes? So, das nützt uns im Alltag. Und zwar nicht, also jetzt vielleicht nicht uns direkt, weil wir ja noch relativ fließend gehen. Aber Menschen, die Probleme mit dem Gehen haben, mit dem Zwei-Achsen-System etc., die haben Probleme mit Hindernissen im Alltag. Und zwar können das Stufen sein, das können unterschiedliche Bodenbelege sein. Das heißt, wenn das zum Beispiel ein Laminat oder Parkett unterliegt, ein Teppich, den Heber zu benutzen, um auf diesen Teppich zu gehen, ist für viele schon ein Problem. Ja, also diesen Fußheber oder auch, weil die Fußsensomotorik nicht mehr so funktioniert, oder die Hüftprobleme da sind oder Knieprobleme. Und hier können wir über dieses Tool helfen, die Intensität der Schritte, über die Intensität der Schritte zum Beispiel bei diesen Problemen zu helfen. Stufen, Rolltreppen, weil dort sind unterschiedliche Intensitäten und Größen von Schritten vonnöten. Und das kommt im Alltag häufig vor. Diese Programme gehen bei älteren Menschen verloren oder durch irgendwelche Erkrankungen. Und deswegen müssen wir die dort wieder hin trainieren, damit das unfallfrei funktioniert. Das nächste ist die psychischen Veränderungen, die das Walztool mit sich bringt. Dieses Tool ist der stärkste Stimmungsaufheller von allen Tools. Wenn ihr in euren Gruppen mal einen Regentag habt oder sonstige traurige Stimmung und ihr merkt, ihr müsst etwas an der psychischen Stimmung tun, dann macht ein Walztool. Hilft immer, bringt die Leute mindestens 3 bis 4 Punkte hoch. Das macht die Leute lustig, was macht die Leute fröhlich, das bringt sie sofort in Stimmung, in Schwung, verändert die gesamte Körperfrequenz, weil der Herzschlag und die Körperfrequenzen sich ja dem Takt anpassen von die auditiven Reize der Musik über das Ohr in den Körper. So, also mindestens 3 bis 4 Punkte sind wir psychisch danach besser aufgestellt. Und das ist durchgängig. Ja? Also ich habe da noch nicht erlebt, dass es bei jemandem keine Veränderung gegeben hat. So, dann kommen die neurologischen Veränderungen, die vom Gehirn erzeugten Nervenimpulse, die an die motorischen Bereiche, also Beine in erster Linie weitergeleitet werden, sind vielfältiger Art. Das heißt, die sind nicht mehr gleichbleibend, weil die müssen unterschiedlich schnell und unterschiedlich intensiv und dann auch noch mit einem Stopp versehen werden. Das heißt, die Nervenimpulse, stellen wir uns mal vor, das sind so wie ein Morsealphabet, ja, das sind immer so Gehirn morst an Bein, so Bewegung, Bewegung schnell, Bewegung intensiv, Bewegung stopp. Schnell, schnell, lang, stopp. Schnell, schnell, lang, stopp. Das wäre quasi die Morsefrequenz, die das Gehirn an unsere Beine weitergeben muss und soll, um diese Übung zu machen. Das heißt, wir haben eine Variation von Bewegungsabläufen, was sicherlich positiv auf das Gehirn und die Gehirnfunktion zu bewerten ist. Trotzdem, wir unterschiedliche Einzelbewegungen haben, läuft es ja immer
in der gleichen Zeit ab, nämlich ein Takt. Ja? Diese drei Schritte, zwei kleine, ein großer, läuft immer in der gleichen Geschwindigkeit ab. Und dadurch kommt wieder eine gewisse Routine, Harmonisierung und gleichbleibende Bewegungen mit hinein. So, und die Gehirnwellen sollten darauf über eine Harmonisierung in diesem Bereich reagieren. Wir sprechen bei den Parkinson-Patienten zum Beispiel oder die Mediziner sprechen über Stürme im Gehirn. Und die sind dabei, zum Beispiel Medikamente zu entwickeln, die sich nennen Redox-Puffer, um diese Stürme zum Beispiel abzublocken, abzumildern. Durch die gleichmäßige Bewegung und die gleichmäßige Musik ist das ein natürlicher Puffer, ja, wie so Wellenbewegungen, eine Frequenz, die natürlich abläuft, wo keine Ausschläge, Überbewegungen oder Stocken zustande kommt, sondern es ist immer ein gleichbleibender Rhythmus. Dann sind wir im letzten Bereich, und zwar im Bereich Sozial und Coaching. Das Ganze, wie gesagt, ist ein guter Launemacher. Es macht gesprächig, kommunikativ und kontaktfreudig. Das heißt, es kann auch gerne mal als Opener, also in einem Seminar verwendet werden, damit ihr erstmal eine lockere Stimmung habt, in einem Coaching-Seminar oder so. Dann könnt ihr auch mal mit so etwas aufwarten und ihr lasst die einfach als Einzelübung vorwärts oder rückwärts, wie ihr das möchtet, diese kleine Sequenz ablaufen. Und es ändert sich sofort bei den Leuten stimmungsmäßig und biochemisch etwas. So, bei regelmäßiger Anwendung kann das natürlich auch eine längerfristige Veränderung von zum Beispiel depressiven Verstimmungen und ähnlichem und die Dinge, die sich dadurch auf den Alltag ergeben, nämlich zum Beispiel in der Beziehung, Partnerschaft oder Eltern-Kind-Beziehung, Eltern, oder zu den Eltern oder wie auch immer, zu den Kindern, bessere Beziehungsmodelle und bessere Beziehungen mit besserer Stimmung erreichen.